Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit den neuen Wochenkarten vom 26.11. bis zum 2.12. Also da sind wir dann schon fast wieder im, oder wir sind dann schon wieder im letzten Monat des Jahres angelangt. Unglaublich. So, ihr Lieben, ich habe für euch die Woche die Göttinnenkarten von The Rain Virtue bemüht. Und da kamen natürlich wieder die ganz glorreichen, tollen Karten, wie ihr sehen könnt. Die erste Karte, ganz, 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 ganz wunderschön, Mutter Maria mit Erwarte ein Wunder. Und sie sagt, vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Es ist ganz wichtig, dass ihr gerade, egal was da gerade so am Machen und Tun ist um euch herum, was ihr gerade so erlebt, was ihr gerade so vorfindet, was euch vielleicht auch gerade nicht so toll in die Quere kommt und was euch vielleicht auch sogar beschäftigt. Ihr habt sozusagen dahingehend ja sicherlich das eine oder andere Empfinden, meist natürlich bei nicht so tollen Sachen nicht so tolles Empfinden, was dazu führt, dass ihr das Ganze natürlich lieber gelöst sehen wolltet und wie gesagt Lösungen ja und genau das Gegenteil von den negativen Dingen sehen würdet. Die liebe Mutter Maria sagt, es ist ganz wichtig, dass ihr Vertrauen habt, dass ihr wirklich in dem Moment, wo ihr ja Negatives erlebt, bestellt ihr Positives, genau das Gegenteil von dem, was ihr erlebt habt. Und ob ihr das bewusst oder unbewusst macht. Und das ist ganz wichtig, dass ihr wisst, in dem Moment, wo es Probleme gibt, wo es Herausforderungen gibt, ist immer, immer, immer auch gleich die Lösung existent. Es gibt kein Problem ohne Lösung dazu. Und jetzt heißt es für euch einfach nur darauf zu vertrauen, dass die Lösung sich euch auch offenbart. Und das passiert dadurch, indem ihr Punkt 1 euch mit der Situation, die ihr vorfindet, ja, zufrieden, ja, nicht zufrieden gibt, das ist vielleicht ein unglücklicher Ausdruck, nicht im Widerstand seid dagegen, besser ausgedrückt, dass ihr die positiven Aspekte der eurer momentanen Situation seht, ganz wichtig. Das heißt, ihr seid dann nicht mehr so im Widerstand und könnt die Dinge annehmen, wie sie sind und dadurch erhöht sich eure Schwingungsfrequenz und wenn die erhöht ist, dann anberaumen sich diverse Lösungen für euch. Ja, ganz, ganz wichtig. Und dieses Wundersame, von dem die Menschen immer so gerne sprechen, sind eigentlich ganz normale Dinge, die sich dann ja, über das Gesetz der Anziehung für euch anberaumen, weil ihr einfach eure Schwingungsfrequenz nach oben gebracht habt. Dadurch, dass ihr vertraut, dass ihr euch es gut gehen lasst, dass ihr euch über Dinge Gedanken macht, die euch ein besseres Gefühl geben. Was auch dazu gehört, ist die Festa, die kommt noch wunderbar mit dazu, die sagt, ihr habt ein besseres Gefühl, ihr fühlt euch wohler, wenn ihr euch gerade mal so ein bisschen mehr um euer Zuhause kümmert. Also die Jahreszeit ist relativ duster und dunkel mittlerweile, deswegen ist es noch viel, viel wichtiger, dass ihr zu Hause Kerzen, Licht leuchten lasst, dass ihr wirklich euer Zuhause total gemütlich umgestaltet, vielleicht auch neu gestaltet, vielleicht auch heller gestaltet, gemütlicher, angenehmer gestaltet, wie auch immer sich das für euch dann zeigt, dass ihr vielleicht alten Schlotter raushaut und Platz macht für Neues, dass ihr wirklich auch mal entrümpelt, dass ihr wirklich die Fenster trotzdem öffnet mal und mal durchlüften lasst und einfach wirklich Frische reinbringt, Frische und zugleich auch Wärme, sodass ihr euch da auch wieder mehr wohlfühlen könnt, dass ihr euer Heim vielleicht sogar reinigt und räuchert. Alles, was euch in den Sinn kommt, was sich für euch gut anfühlt, alles, was euch ein gutes Gefühl bringt. Das können auch Blumen sein, neue Pflanzen, einfach ein bisschen umgestalten, umändern. Was es wirklich ist, wenn ihr da schon darüber nachgedacht habt, dann ist es jetzt eine ganz tolle Idee, die ihr weiterverfolgen solltet und das wird euch auch ein Hochgefühl bescheren und ein Wohlgefühl, dass ihr dann auch wieder mehr Zugang habt zu eurer inneren Weisheit. Dafür ist die Athene zuständig diese Woche, die dann eben auch sagt, du weißt, was zu tun ist, traue deiner inneren Weisheit und handle unverzüglich danach. Also je besser es euch geht, je besser ihr euch fühlt, desto besser kommen euch auch
eure Inspirationen und Ideen und die alte Weisheit, die jeder in sich trägt, wieder in euch hoch. Und ihr tut euch leichter. Ihr seid euch ganz, ganz sicher und seht den Weg oder die Entscheidungen, die ihr zu treffen habt, wieder ganz, ganz klar vor euch. Ja? Und ihr dürft dem, was ihr da in euch vorfindet, auch vertrauen. Auch euch selbst dürft ihr vertrauen, ja, sagt die Athene. Ihr wisst im Prinzip schon, was ihr zu tun habt, was für euch die richtige Entscheidung ist. Die fühlt sich immer gut an, die fühlt sich weit an, die fühlt sich toll an. Die ist nicht auf Angst begründet, die Entscheidung, sondern auf, oh ja, das fühlt sich ganz toll an. Das ist ein riesenweiter Unterschied und das legt sie euch auch sehr ans Herz. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt diese kommende Woche eine ganz tolle Woche, wo ihr wirklich euch arrangiert mit eurem Heim, wo ihr wirklich darauf achtet, dass es euch gut geht, wo ihr Vertrauen findet in das Gesetz der Anziehung, in die geistige Welt und natürlich auch in euch selbst, die ihr ja verbunden seid mit der geistigen Welt. Nur zur kleinen Erinnerung wieder am Rande für euch. So ihr Lieben, wie gesagt, eine ganz tolle Woche wünsche ich euch und ich freue mich auf euch. Wer wieder persönliche Readings haben möchte, die vielleicht sogar verschenken möchte, was auch immer, da findet ihr wieder meine Adresse unten im Kasten und ich freue mich wieder auf euch und auf nächste Woche. Tschüss!